Ach, ist der ja wieder töterisch heute am Töten ohne Ende. Passiert da überhaupt was? Treffe ich dich überhaupt? Alter! Ja! Boah, Alter, ich habe nur noch ein paar Millisekunden, Millimeter. Milli-Futzi. Powerpoll und Mini-Futzi. Das kennt der Sammy, glaube ich, nicht mehr. Wollte Fafi nicht kommen? Alter, ich habe gerade ein Bier getrunken und ich check's schon gar nicht mehr. Ah, meine Beine tun weh. Das check ich noch. Nimmst du dann die PlayStation 4 mit? Das mache ich nicht. Weil ich da bin, um Urlaub zu haben und nicht um PlayStation zu spielen. Braves Kind. Nimmst du deine mit? Nein, ich nehme das iPad mit. Hab ich nicht. Handy. Hab ich nicht. Handy hast du. Ja, aber ein scheiß Handy. Nein. HTC ist gut. Nee, das ist schon 100 Jahre alt. Au! Ja, 200 Dollar. Und ich sehe nur, wie du sponsored überfahren wirst. Scheiße. Ich muss jetzt irgendwo mal Waffen kaufen. Ey, kann man sich ein Haus kaufen? Ja. What? Oh, tatsächlich. Run away, turn away, run away. 143.000 Dollar für die Pissbude? Alter, haben die eine Meise? Was ist, du Fotze? Oh, das war ein Schwarzer. Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Komm, steig ein! Hallo, Tammy. Ey, du bist nicht mehr schwarz, aber immer noch ein Soldat. Jetzt bist du wieder schwarz. Hä, ich war auch doch noch nicht. Nie schwarz. Doch. Nein, ich bin nicht schwarz. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Neger bums mich, doch. Ich habe keine Militär-Rüstungszeugs an oder was auch immer ich anhaben doch. Sollte. Nein. Ich habe extra einen Screenshot gemacht. Steigst du ein mit? Oh, da ist eine Nutte. Komm, die laufen ja, wir um. Umlaufen! Ach, Sammy. Ja, hast du 23 Dollar dabei, die haben immer Geld dabei. Die muss müssen auch hart dafür arbeiten. Da ist ein dicker Mann, rennen wir den um. Wo? Der ist ja gar nicht dick, der ist schwul, glaube ich. Wo? Ja, der war schwul. So. Warum halten Nutten zwei Schüsse aus? Einmal ins Gesicht und einmal in die Fotze, oder was? Wie warst du dich von der Brücke? Einfach so. Mir war so. Ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will ja, auch. Ja, komm. Auch. Welche Seite? Da, wo ich okay, auch runtergesprungen bin? Ja. Komm. Warte, ich mach's auch nochmal und du bleib mal da stehen, das sieht voll lustig aus. Okay. Juhu. Sniper dann mal. Und versuch mich zu erwischen im Flug. Okay, so. Dafür brauchst du Scharfschützengewehr. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn du Sniper sollst. Nein, aber das Scharfschützengewehr ist ja kein Sniper. Die Sniper hat ja wenig Schussfeuer. Also das dauert sehr lange, bis sie nachlässt. Und das Scharfschützengewehr, das hat ja 16. So. Stell dich genau über mich, unter mich. Okay. Los. Achso, von da willst du schießen? Ja. Der geht nicht so schnell, der geht nicht schnell genug runter. Hol dir die Kohle. Hab ich hier geworfen? Ja. 140 Dollar. Juhu, Feuerwerk. Wollte Fafi nicht vorbeikommen? Irgendwer schreibt mir da. Halli, hallo, Dr. Bergman. Bergman! Was hältst du davon, wenn er sich Dr. Bergman nennt? Das ist doch voll geil eigentlich, oder? Der macht ja auch Let's Plays.
Aber oh, ich habe den Bullen überfahren. Und ich krieg nicht mal einen Stern dafür. Doch. Schlechte oder Jude? Was? Gut oder schlechte Let's Plays? Also so, wenn man Minecraft mag, finde ich es ganz in Ordnung. Ah, der ist halt so alt wie du, ne? Birdman! Wir müssen aus einer Familie kommen. Wir versuchen den jetzt gerade ein bisschen hoch zu pushen, Birdman. Deswegen wollte ich ja, dass er das DayZ-Let's Play mitmacht. Da starten wir morgen, ne, Sammy? Nee, darf er noch nicht. Er ist halt noch nicht so alt und hat nicht so coole Eltern wie du. Weißt du doch gar nicht. Oder weiß deine Mutter überhaupt, dass du das hier alles spielst, ja, ne? Ja, die hat's doch gekauft. Ja, ich meine, ich habe sie halt überzeugen können. Da hatte ich erstmal eine Woche lang mit meiner Mutter den größten Krach auf Erden. Jeden Tag wurde ich gehatet, was ich für ein Assi-Kind bin, dass ich so etwas spiele, was andere Leute von mir denken sollen, wenn ich so etwas spiele. Mindestens eine Woche konnte ich mir das anhören. Bergmann, kannst du Sammy hören überhaupt? Dann hatte ich erst mal 3 Monate lang kein Battlefield, weil ich eine 3 geschrieben habe. Ja? Hörst du das? Ja? Eine 3? Alter, für eine 3, ich war früher nur 3 geschrieben, wenn ich gut drauf war. Ich meine, bearbeiten ist es ja gut, wenn ich eine 3 oder eine 2 oder aber auch sozusagen keine 5, ne? Aber ich habe ihr halt gesagt, die Sache war so. Ich war halt kurz davor, es bei Amazon zu bestellen. Mhm. Hab halt dabei geklagt, dass ich nur ein Scheißspiel hab für die PS4. Warte kurz, wir spielen auf der PS4. So, red weiter, Entschuldigung. Da meinte die so, ja, warum wünschst du dir dann so etwas, wofür es noch keine Spiele gibt? Ich so, ja, dafür gibt's doch die Spiele, aber ich darf sie ja nicht haben. Dann so, nee. Und dann sollte ich halt auf jeden Fall eine 1 schreiben in diesem scheiß Vokabeltest. Ja. Vokabeltest, du musst bedenken, ein Vokabeltest, und ich habe den noch 3 gemacht. Ein Vokabeltest, für den man nichts machen muss eigentlich. Ja, außer lernen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall extrem behindert. Und dann hatte ich halt das ziemlich große Problem, dass ich dann halt erstmal ziemlich lang kein Battlefield hatte. Aber ich meine. Ja. Ich find's gut. Die sind halt so, meine Eltern, dass sie halt was von mir verlangen, aber dann sind sie auch super locker. Ach so, Birdman, sorry, nee, das geht leider nicht. Ein Kumpel von mir kommt gleich vorbei. Er wollte dazukommen und mitspielen. Hast du mir halt schon eine... Bei GTA? Aua. Geil, Birdman soll mit mir weiterspielen. Warte, ich glaube, er hat mir schon eine Freundschaftsanfrage geschickt irgendwann mal, ne? Nee, hat er noch nicht. Bergman, du wolltest mir noch eine Freundschaftsanfrage schicken, und zwar Haburo 20 auf PSN. Hat er auch eine PS4? Ich glaube ja, hat er zu Weihnachten gekriegt. Oha! Aber hat, glaube ich, nicht. Hat, glaube ich, nicht GTA. Ja, dann soll er. Aber er könnte in die Party wenigstens mit reinkommen, dann könnten wir uns unterhalten. Ja! Los, Bergman! Achso, DayZ kann man nur am PC spielen. Aber schick uns mal deinen Namen. Und ehrlich gesagt, dass man DayZ nur am PC spielen kann, ist der größte Kack, den man sich nicht mehr erwarten könnte. Ich find's ganz in Ordnung. So, schick uns jetzt mal eine Einladung, dann kannst du mit uns mitreden. Über PlayStation Party. Wenn du ein Headset hast, das ist natürlich die andere Geschichte. Sammy, wo bist du? Hol mich mal ab. Am Hafen. Ja, du musst zum Hafen kommen, weil ich habe ein Schiff und ich möchte mit einem Schiff mit dir ganz weit raus auf See, aufs Meer fahren. Und dann, wenn es nachts ist, möchte ich dir ein schönes Feuerwerk zeigen. Dafür, dass du wieder da bist. Schwuli. Rainer Maria, tatütata. Was? So. Und den Herr Bergmann, ja, den mag ich ja auch so gerne. Den möchte ich auch gerne ein Feuerwerk zeigen. Bergi! Klar, der ist cool. Wir haben keinen teureren Zuschauer als den. Doch, Nocker. Nein. Sammy, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah, über den Angel, ne? Ja. Der heißt Marcel oder Michael. Ja, woher kanntest du den? Ich hab zum ersten Mal Battlefield getwitcht, hab mich voll gefailt, hab mich voll... Das war voll peinlich.
Ich habe voll so getan, als wäre ich so ein Let's Play, und dann habe ich danach gemerkt, dass ich voll scheiße bin. Und ja. Dann hat er irgendwann halt, da hat der Servus geschrieben, also hallo. Und dann dachte ich, ja, ich habe einen Freund. Habe ich direkt Freundschaftsanfrage gestalkt. Bin ich direkt in seine Party so reingekommen, direkt so, ja, hier, ihr seid jetzt hier mit so einem Fame Let's Player zusammen, ja, sei stolz hier. Hat er gesagt? Okay, nein, nicht das, aber nein. Ich bin da. Habe ich nicht schön geparkt? Jetzt habe ich komplett Tee auf meine Hose gespuckt und auf den Controller. So. Ich komme hier nicht mehr raus. Alter, ich habe. Wie komme ich auf dein Gagelboot? Du brauchst gar nicht dich hinzusetzen, du kannst einfach drauf rumlatschen. Nein, ich möchte sitzen. Nicht. Ich bin eine Prinzessin, die angenehm sitzen möchte. Also, Birdman, das geht leider nur über den PC, Daisy. Da müssen wir dann mal alle Skype austauschen morgen und dann können wir das über Skype machen. Das Buch hat einen Kratzer. Runter hier. Nein, ich bin jetzt zu faul, da runter zu rennen. Runter hier. Sammy, halt die Fresse! Es ist nur für die Sicherheit. Bist du jetzt noch drauf? Nee. Warte, ich komme auf die andere Seite. Aufs Angebot. Yay, Körper! Ach, Körper habe ich gemacht. Hast du gesehen? War schön, ne? War schön. Ei, Frau Bibscher, eins, war dieser schöne Köpfsprung. So, dann werden wir jetzt mal noch eine rauchen, während der Sammy uns dann durch die Gegend fährt. Bitte? Wieso kölsch du das so gut? Das ist sächsisch, ich bin ja ein Ossi. Ich will auch Ossi sein. Nee. Glaub mir, das will keiner. Warum? Ist doch cool. Da kann man so lustig sprechen. Wie der Fisch, ey! Das ist genau die Sprache wie der Fisch bei American Dad. Richtig. Klaus. Könnt ihr vielleicht mal das Licht anmachen? Ach, immer wieder lustig. Hallo. Immer noch am Zocken. Puffy kommt gleich. Wer ist da? Da wird dann in seinem Bett schlafen. Ja, kommt gleich neue. Wieso Friedrich wohnt hier mit mir in der Wohnung? Der muss ja nicht in meinem Bett schlafen. Nein, ich hab gesagt, ob ich in seinem Bett schlafen kann, wenn ich bei euch bin. Nee, der ist ja sicherlich noch da dann. Ich will auch AIDS haben. Nein. Okay. Die Folge laden wir auf YouTube hoch, nur diesen Ausschnitt in Endlosschleife. Nein. Sammy sagt. Nein. Wie lange willst du noch fahren? Das ist ein bisschen langweilig gerade. Ja, du hast gesagt, du brauchst hier eine. Und dann, darauf hat mich gedacht. Nicht schießen! Davon machst du mein Boot hässlich. Fick dich! Hurensohn.